Hallo und herzlich willkommen zur heutigen Daily Challenge hier bei Rayman Legends. Endlich mal wieder Murphys Katakomben und nicht immer nur dieser Abgrund. Ist auch mal schön, muss einfach mal so gesagt sein. Und ja, Murphys Katakomben hat natürlich immer einen Nachteil und das ist dieser kleine grüne Typ. Und ja, ich habe heute eigentlich nur zwei, drei Versuche gemacht. Und es ist eigentlich recht einfach, heute in den Goldbereich zu kommen. Deswegen kann ich es euch eigentlich nur empfehlen, macht heute auch eine Challenge. Ich werde allerdings nochmal so ein paar Kleinigkeiten ansprechen und wir schauen uns das Ganze nochmal an. Am Anfang ist es natürlich hier wirklich absolute Kindergarten, weil, ja, also hier zum Sterben ist wirklich sehr, sehr schwierig. Außer man drückt hier einmal zu oft hier diesen Button wieder und lässt sich irgendwie verkrampfen. Aber ja, es sollte eigentlich alles. Zur Not könnt ihr euch auch ein bisschen Zeit lassen. Aber ja, wenn man das halt eben schon ein paar Mal gespielt hat, dann kennt man die ganzen Teile hier eigentlich. So, hier die Kugel abziehen, Kopf nach oben, hier über die Kisten springen, ja, und dann haben wir eigentlich auch schon die Hälfte des Goldbereichs. Also man kommt so sehr schnell voran, Murphys Katakomben ist natürlich so, da geht eine Runde halt eben noch 2-3 Minuten und dann hat man das Ganze schön durch. So, hier schön hochspringen, der ist natürlich immer ein bisschen eklig, deswegen ignoriere ich den einfach komplett und schneide ihn schon vorab ab. So, hier noch einmal durch, hier schön drüber springen und dann müssten wir eigentlich auch schon demnächst, ja, hier nach oben, nochmal hier drüben, einmal über. Genau, dann sind wir hier jetzt schon gleich bei der 900 Meter Pause, hier einmal drüber, einmal schnell drüber hochziehen und da haben wir sie auch schon, können wieder ein paar Lums einsammeln. Wobei ich dieses Teil wirklich am nervigsten finde, meine Posen-Varianten. Das sind mir die mit diesen, ja, mit dieser Welle von Lungs einfach gefolgt. So, hier noch einmal drüber. Und jetzt kommen wir langsam kurz zur Goldgrenze. Wir schauen uns das Ganze gleich an. Hier noch einmal abschneiden, auf den Ring hoch. Hier hochspringen, einmal runterziehen. Wenn man rüber geht, dann hochziehen und dann hier abschneiden. Dann hier einmal hoch, drüber springen. Und schon haben wir die 1200 Meter. Also war sie jetzt da dazwischen? Ach ne, es sind 1300 Meter. Oh, ich hätte vorher gucken sollen. Okay, hier noch einmal drüber. Einmal über den Ring drüber. Und hier die schönen Sprungattacken. Dann hier den Ring ansetzen, rüberziehen. Und das hier ist ja eigentlich dann schon. Und ihr kennt diese Variante am besten. Immer den Controller halt eben beide Tasten Schlag und ja, Auslöser gleichzeitig drücken, dann kommt man da schön drüber. Dieses Element finde ich nochmal sehr eklig. Einfach aus dem Grund, ja, man weiß immer nie ganz genau, wie man ankommt. Man muss sich nochmal ein paar Mal üben. Das hier kennen wir aus der letzten Zeit. Jetzt abspringen, einmal kurz schlagen und dann haben wir das Ganze auch schön. Jetzt nochmal das gleiche wie vorher auch. Hier wieder einfach ranziehen. Schön zwischen den Augen durchspringen und dann kommen wir auch schon weiter. 1700 Meter haben wir damit schon mal. Hier hochziehen, drüber springen, runtersetzen, weiter auf den Ring. Zack, einmal nach oben, abschneiden. Den setzen wir rüber, hätte ich auch ein bisschen eleganter noch machen können. So, hier wieder und da springe ich zu knapp. Aber 1869 Meter, ich werde es vielleicht nachher nochmal probieren. Jones 11, 1911 ist mal wieder, ja. Den werden wir sicherlich nicht erreichen. Schauen wir mal, welchen Platz wir heute gemacht haben. Es ist 13 von 434. Also eine schöne Platzierung können wir eigentlich so lassen. Ja, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Ganz speziell dir. Und würde mich über ein Like freuen. Und wir sehen uns morgen zur nächsten Daily Challenge. Beziehungsweise morgen gibt es auch wieder die Weekly. Also bis dann. Ciao, ciao.